Ja, herzlich willkommen zur Software Engineering Veranstaltung. Freut mich, so viele Gesichter hier zu sehen. Und es ist tatsächlich auch meine erste Vorlesung hier in Paderborn. Ich arbeite jetzt seit einer Woche hier an sich, aber da der Montag Feiertag war, sogar weniger als eine Woche. Manche begrüßen mich schon winkend. Insofern bitte verzeiht das, dass vielleicht noch nicht alles ganz so rund läuft. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, was alles zu tun gibt, wenn man die Unis wechselt. Aber dazu werde ich gleich was sagen. Ich bin Thomas Thüm und ich würde vorschlagen, dass wir uns im Rahmen der Vorlesung duzen und auch gern danach, weil ich mir sicherlich nicht merken kann, wen ich in welcher Veranstaltung hatte. Der Hintergrund ist einfach, dass ich finde, wir müssen keine zusätzlichen Hürden untereinander schaffen. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 4 Jahren, dass allein mein Professorentitel viele schon davon abhält, mich anzusprechen. Und da möchte ich keine zusätzlichen Hürden zwischen uns. Das heißt, wir werden im Rahmen der Lehrveranstaltung, biete ich euch das Du an. Und ich bitte alle um Verzeihung, dass ich jetzt keine Unterscheidung machen kann und manche siezen kann, sondern ich werde euch einfach auch ganz dreist duzen. Gut, das heißt, mich gerne auch einfach als Thomas ansprechen. Das fällt vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, aber da kommt ihr rein. Das war für mich am Anfang auch schwer, als ich das erste Mal in so einem großen Hörsaal stand und die Studierenden duzen wollte, weil ich mir eben das vorgenommen hatte, bin ich ständig gewechselt zwischen du und sie. Inzwischen klappt das schon ein bisschen besser. Damit ihr einfach so ein bisschen was über mich wisst, vielleicht schon mal 2 Fakten. Das eine ist, ich habe 1998 angefangen zu programmieren. Also da waren wahrscheinlich der Großteil hier noch nicht auf der Welt. Ich schöpfe viel sozusagen meine Erfahrung eigentlich aus einem Projekt, an dem ich mitgewirkt habe. Das nennt sich Feature-ID, da werde ich immer mal irgendwie was zu sagen oder das als Beispiel benutzen. Das hat inzwischen 200.000 Zeilen Code und ich habe das als studentisches Projekt mit einfach 2 Kommilitonen angefangen im Studium. Und seither haben wir das weitergetrieben mit vielen 100 Entwicklern mittlerweile. Gut, weil ansonsten kann man sich fragen, Software Engineering, weiß der eigentlich davon, was er redet? Natürlich habe ich jetzt nicht 30 Jahre Berufserfahrung, kann davon berichten, aber ein bisschen Erfahrung habe ich vielleicht trotzdem. Wo komme ich her? Ich habe Informatik studiert mit dem Fach Mathe in Magdeburg, habe danach auch da promoviert, war dann in Braunschweig für knapp 5 Jahre, jetzt 4 Jahre Professor in Ulm und jetzt seit April eben frisch hier. Aber das ist keine One-Man-Show, es ist auch keine One-Woman-Show, sondern wir haben ein diverses Team. Möchte erstmal Jana vorstellen, wobei tatsächlich die meisten werden Jana vielleicht schon kennen aus dem letzten Semester von Programmieren. Jana wird die Hauptorganisation der Veranstaltung übernehmen. Ihr werdet Jana auch sehr wahrscheinlich in den Übungen haben, weil Jana die meisten Übungen übernimmt. Und Emiram ist heute nicht da, ist Doktorandin für IT-Sicherheit. Wird auch Übungen machen. Und dann haben wir noch ein Team, könnt ihr euch auch vielleicht kurz zeigen, ja, oder zumindest die Hand, genau, aber man sieht euch ja auf der Folie, haben wir noch Max und Sophia, die beim Praktikum mitwirken, da sagen wir aber nachher noch mal ein bisschen was zu. Das ist das, was hier montags immer vor der Vorlesung stattfindet. Gut. Dann steigen wir ein und das Typische ist, dass eine Vorlesung bei mir aus 3 Teilen besteht. Das ist, ich weiß nicht, wem das was sagt, nach dem Sandwich-Modell sind die Vorlesungen so grob daran orientiert. Da ist die Idee, dass man so 20 bis 30 Minuten Inhalte präsentiert und dann gibt es erstmal irgendwas, um das zu verarbeiten, irgendwie interaktiv zu werden, weil in der Psychologie hat man erkannt, dass die meisten Menschen irgendwie 20 Minuten zuhören können und dann nicht mehr. Und dann wäre es ja schade, wenn ich jetzt 90 Minuten erzähle und die letzten 70 Minuten verpassen alle. Das heißt, die Idee ist, dass wir dann auch einen Cut machen, dass ihr mal aktiv werdet. Das werden wir auch heute schon machen, im zweiten und nach dem zweiten und dritten Teil. Gut, in der heutigen Vorlesung geht es natürlich erstmal ein bisschen darum, was wollen wir hier eigentlich machen in dem Semester, worum geht's? Und natürlich ist mir bewusst, dass ihr schon alle wisst, was Software ist. Aber ihr kennt vielleicht noch nicht alle Facetten von Software. Das heißt, verzeiht mir, dass ich euch ein paar Sachen erzähle, die ihr schon wisst, aber vielleicht ist das eine oder andere neue dabei oder ein neues Beispiel oder vielleicht auch eine neue Perspektive auf Software. Im zweiten Teil werden wir dann ein bisschen näher darauf gehen, was ist eigentlich dieses Fach, wofür ist das da, was möchte das eigentlich ermöglichen. Und im letzten Teil, wahrscheinlich eine der für euch spannendsten Sachen heute, wie ist eigentlich der Kurs organisiert, was muss man hier machen, um hier eine Studienleistung, eine Prüfung abzulegen oder eine qualifizierte Teilnahme zu bekommen.
Gut, zunächst erstmal starte ich mit einer Definition, ganz trocken von Software. Lasse ich euch kurz lesen. Gut, erstmal was die Definition, das da unten gucken wir gleich noch an. Also, Software hat irgendwas mit Programmen zu tun. Ja, das im Sprachgebrauch wird das auch häufig synonym verwendet. Wir werden es hier strikt trennen in der Vorlesung. Software ist mehr als das Programm. Software ist alles, was ich noch zusätzlich brauche, damit dieses Programm irgendwie sinnvoll ist. Das können auch Daten sein, das können irgendwelche Daten sein, die ich sowieso erstmal reingeben muss, damit das Programm überhaupt startet. Das können irgendwelche Webseiten sein, das kann Dokumentation sein, das können irgendwelche Diagramme sein, in denen ich nachvollziehen kann, wie dieses Programm intern funktioniert. Das können aber auch Bibliotheken sein, die ihm auch noch dazugehören. Da gab es in der letzten Zeit immer mal irgendwelche Fälle, ich weiß nicht, wer das so beobachtet hat, zum Beispiel Log4j-Library, die irgendwie, wo Sicherheitslücken gefunden wurden und dann mussten quasi plötzlich ganz viele Programme offline geschaltet werden, weil das eben mit dazugehört. Und da reden wir eben von dem Programm und von der Software. Die Software ist die Allgemeinheit, umfasst eben alles. Gut, jetzt gibt es noch andere Begriffe, die häufig benutzt werden, wollen wir auch noch auseinanderklamüsern. Das eine ist Softwareprodukt und das andere ist professionelle Software. Das eine ist Softwareprodukt ist quasi was, was man kaufen kann. Ja, ich kann in den Laden gehen und kann irgendwie so eine Software kaufen. Wer hat sowas schon mal gemacht? Gut, 4 Leute. Ich habe tatsächlich auch eine dabei, aber die ist wahrscheinlich zu tief in meinem Koffer. Ich suche die nachher noch raus, da muss ich jetzt hier nicht alles auspacken. Und zwar tatsächlich sogar Office war das auch bei mir. Das ist jetzt 14 Jahre alt, die Packung. Aber das war tatsächlich, dass es einfach im Laden günstiger war als die Online-Version. Und dann habe ich es eben im Laden bzw. bestellt sogar. Und es musste neu geschickt werden. Es war günstiger als ein Download. Gut, dann haben wir einen anderen Begriff noch, Professional Software. Das ist welche, die entwickelt wird, wo Personen quasi damit Geld verdienen, wo die Idee ist, dass eben ich eben, ja, dass ich die nicht nur für mich entwickle, sondern wo Personen die vielleicht für andere entwickeln. Und es kann sogar sein, dass die Entwickler die selbst gar nicht nutzen, sondern die entwickeln die zum Beispiel, um damit Geld zu verdienen, für eben andere, die es dann vielleicht verwenden. Gut, jetzt gibt es eine Reihe von Charakteristiken, die Software hat und da sind wir wieder an einem Punkt, da sind jetzt viele Sachen, die ihr irgendwie schon mal gehört habt, aber genau das wird, dazu wird es auch eine Übungsaufgabe geben, das heißt, da guckt ihr dann quasi auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf und dann macht es natürlich Sinn, jetzt zuzuhören und schon zu überlegen, was für Beispiele es da vielleicht gibt. Also erstmal ist das ganz Grundlegende von Software, dass wir Dinge in Software leichter adaptieren können, leichter ändern können als in Hardware. Ja, bei Hardware sind die Vorgänge, dass ich quasi mir Hardware überlegen muss, ich muss einen Schaltplan dafür entwickeln, ich muss irgendwelche physischen Gesetzmäßigkeiten einhalten. Ich überlege mir irgendwas, ich plane, dass das wird hergestellt, dann ist es irgendwann da, der erste Prototyp, auf dem kann ich testen. Das ist aber vielleicht noch nicht klein genug, das Bauteil, dann wird es irgendwann noch weiter gebaut, bis ich dann irgendwie nach so einem Zyklus von vielleicht mehreren Jahren die Hardware habe, die ich eigentlich haben wollte. Und bei Software können wir werden auch später noch Beispiele sehen, kann ich innerhalb von wenigen Minuten eine Änderung ausrollen auf Millionen Server weltweit. Das werden wir mit Hardware nicht schaffen. Ne? Also dafür müsste ja jemand dahin fahren und die Hardware dahin bringen. Das heißt, es ist schon mal leichter zu adaptieren. Notwendiger oder gezwungenermaßen führt es dann auch dazu, dass wir häufiger Adaptionen haben. Ja, einfach die Möglichkeit, dass es leicht ändern kann, führt eben dazu, dass wir es häufiger tatsächlich auch ändern. Software ist abstrakt. Was bedeutet das? In vielen anderen Bereichen, wenn wir ein Produkt herstellen und ich kann das Produkt anfassen, dann gelten vielleicht physische Gesetzmäßigkeiten. Es gelten biologische Prozesse oder ähnliches. Und für die Software ist aber so, dass sie insofern abstrakt ist, als dass es erstmal keine Gesetzmäßigkeiten gibt, die unmittelbar gelten dafür. Dann ist es immateriell eben, wir können es nicht anfassen, es ist quasi auch kein Problem, das zu kopieren, die Software, ja, das ist auch anders bei Hardware, wo wir quasi ganze Fabriken brauchen, um irgendwie Fahrzeuge herzustellen. Hingegen ist es hier bei der Software, dann kopieren wir das einfach einmal, ja, also jeder Download ist ein Kopieren der Software und das ist ohne Probleme. Gut, dadurch, dass es immateriell ist, ist es automatisch auch schon so, dass wir nicht gleich sagen können, was sind dann eigentlich
günstige Metriken für diese Software. Ja, wenn ich ein Gerät habe, kann ich natürlich gucken, wie schwer ist das Gerät. Ja, so ein Laptop wird damit beworben, dass er leicht ist, dass der Akku möglichst lang hält, dass die Packmaße klein sind, dass der Bildschirm groß ist, dass ich vielleicht noch USB-Anschlüsse dran habe, nicht wie an diesem Laptop, sondern nur noch USB-C. Das sind alles Sachen, die Metriken ergeben sich aus der physischen Welt. Und bei der Softwarewelt ist jetzt die Frage, wie schwer ist eine Software, wie groß ist eine Software? Wir müssen uns erstmal Metriken überlegen für die Größe einer Software. Eine habe ich euch vorhin schon genannt, ja, das ist Lines of Code, also wie viele Zeilen Quelltext habe ich produziert. Gut, dann ist noch die Frage mit dem, oder fangen wir oben an mit den austauschbaren Teilen. Wann immer ich Hardware-Produkte habe, muss ich darüber nachdenken, dass es eben bestimmte Teile gibt, die irgendwann eine gewisse Laufzeit haben, die funktionieren und irgendwann nicht mehr, und dann muss ich die austauschen können. Ja, inzwischen auch von der EU gesetzliche Regel, dass Produkte zum gewissen Grad zumindest oder eine gewisse Zeit lang repariert werden können müssen, dass ich zum Beispiel so einen Akku bei einem Mobiltelefon tauschen kann oder ähnliches. Sowas haben wir hier nicht bei der Software. Es ist nicht so, dass die Bibliothek muss irgendwie austauschbar sein oder ähnliches, sondern es gibt keine austauschbaren Teile. Wir haben keinen Verschleiß. Ist nicht so, dass Software schlechter wird, dadurch, dass ich sie mehrmals ausführe. Ja? Bloß weil wir eine Funktion, ja, ihr habt ja im letzten Semester ein bisschen programmiert, bloß weil ich die Sortiermethode jetzt dreimal ausgeführt habe, ist die nicht schlechter deswegen danach. Ja, wir haben keinen Verschleiß. Das haben wir natürlich bei einem Fahrzeug, ja, weil man sagt, zum Beispiel gewisse Motoren funktionieren eben für 200.000 Kilometer und danach vielleicht nicht mehr oder irgendwann gehen sie dann kaputt. Das haben wir da nicht. Wir haben aber, und das ist ein interessanter Punkt, wir haben trotzdem ein Altern von Software. Ja, da werden wir noch später in der Vorlesung Beispiele für sehen. Das ist zum Beispiel so, wem sagt Winamp was? Wer hat davon schon mal was gehört? Gut, hier gibt es zwei Meldungen noch im Hörsaal, das werden jedes Jahr weniger. Das ist ein MP3-Player. Ja, MP3s, das sind diese Dinger, die das Format, was eigentlich mal weit verbreitet war, bevor Streamingdienste irgendwie auf den Markt kamen. Und das war quasi eine Software, mit der man einfach die Bibliothek gut oder seine Musikbibliothek gut verwalten kann. So, und für das Programm gab es irgendwie 20 Jahre keine Updates und ihr könnt euch vorstellen, dass dann vielleicht alles nicht mehr so reibungslos funktioniert, wie es vielleicht am Anfang funktioniert hat. Zum Beispiel die Bildschirmauflösung. Gucken wir uns später noch ein Beispiel an. Gut, also Software altert trotzdem und es gibt vielleicht Sachen, die dann einfach nicht mehr so gut funktionieren. Ein typisches Beispiel ist, immer mehr Displays werden 4K-Auflösungen verbaut, dann kann es sein, dass da alte Programme nicht mehr mit umgehen können. Gut, ich lasse euch nochmal kurz die Definition lesen. Ja, und tatsächlich, also wir reden immer von Apps, tatsächlich steckt dahinter der Begriff Application oder Application Software oder zu Deutsch Anwendung oder Anwendungssoftware. Ja, das ist eigentlich der Ursprung von diesem Begriff App, da kommen wir gleich noch drauf. Und das ist eine Software, die ich für einen bestimmten Anwendungsfall implementiere und deswegen wurde es eben so verkürzt als Anwendungssoftware, Software für einen bestimmten Anwendungsfall, also Anwendungssoftware, also nur noch Anwendung. Was sind da Beispiele? Ein Webbrowser, ein Mediaplayer, ein E-Mail-Chat-Client, ein Editor für Fotos oder Text oder vielleicht Videos oder eben Spiele. Ja, das alles sind Beispiele für Anwendungssoftware. Im Gegensatz dazu haben wir Systemsoftware. Was meinen wir damit? Das ist Software, die nicht prinzipiell dazu gedacht ist, eine Anwendung zu erfüllen, sondern vielleicht mehrere Anwendungen zu erfüllen. Ja, das heißt, ein typisches Beispiel für Systemsoftware ist ein Betriebssystem. Ein anderes Beispiel ist eine Firmware. Ja, wir haben so ein Notebook, läuft eben nicht nur mit dem Betriebssystem, sondern hat eben auch eine Firmware, die überhaupt erstmal das Betriebssystem startet. Wir haben vielleicht Treiber für gewisse Geräte, die wir auch als Systemsoftware bezeichnen. Und dann gibt es eben eine Reihe von Software, die dafür da ist, andere Software zu ermöglichen, andere Anwendungssoftware zu ermöglichen, zum Beispiel Game Engines, wo quasi das Ziel ist, noch nicht ein Spiel zu produzieren, sondern das Ziel ist, eine Software, ein Programm zu ermöglichen, sodass Spiele leichter implementiert werden können, dass man was wiederverwenden kann. Oder eben GUI-Frameworks mit einer ähnlichen Aufgabe. Gut, jetzt ist es so, das ist nicht immer so einfach zu trennen. Man kann nicht für jedes Beispiel, was wir uns hergreifen, kann man immer sagen, das ist jetzt Anwendungs- oder Systemsoftware. Insbesondere sind so Beispiele wie ein Webbrowser, wo die Grenzen langsam verschwimmen.
ich weiß nicht, wie doll ihr die Entwicklung mitbekommen habt, aber zumindest heute ist es so, dass man wenig Software noch installiert, sondern viel Software einfach im Browser nutzen kann. Das hat sich wieder ein bisschen gedreht, so mit der mobilen Entwicklung, dass man irgendwie für alles eine App hat, obwohl auch eine Webseite reichen würde. Chat-Clients sind was Ähnliches. Slack und auch Open-Source-Alternativen, die eigentlich fast ein komplettes Betriebssystem darstellen. Ja, ich kann da drin nicht nur Nachrichten schicken, sondern ich kann da drin Videotelefonie betreiben, ich kann Dateien hin und her schicken und Ähnliches. So, und jetzt ist natürlich die prinzipielle Frage, wenn wir jetzt über Software reden, ist ganz gut darüber nachzudenken, wo läuft die eigentlich, die Software? Und da fand ich das hier eine ganz interessante Statistik, auch wenn die jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dass es irgendwann einen Wendepunkt gab, wie viele PCs weltweit verkauft wurden. Ja, und da war irgendwie der Hochpunkt irgendwie 2011 und da kann man sagen, ja, brauchte man danach keine Laptops mehr, keine PCs mehr. Ein Grund kann natürlich sein, dass die länger halten und wir auch sowieso dadurch, dass Moore's Law nicht mehr gilt, die Rechner nicht mehr schneller werden, dass man gar nicht mehr so schnell irgendwie neue Hardware braucht. Aber ein anderer Grund natürlich auch, dass die vertrieben wurden von eben Mobiltelefonen. Und hier dazu noch eine zweite Grafik, die quasi zeigt, wie die Anzahl von Mobiltelefonen sich quasi über die Zeit entwickelt hat. Gut, das heißt, das ist die Hardware, auf denen irgendwie unsere Anwendungen laufen. Und wenn man auf dieses Schaubild guckt, dann sieht man eben auch, dass der Markt wesentlich größer wird mit der Zeit, eben für Mobiltelefone, für mobile Anwendungen, als eben für Anwendungen, die eben auf einem Standard-PC laufen. Gut, jetzt gibt es verschiedene Arten von Anwendungssoftware, nämlich Desktop-Anwendungen oder eben kurz Desktop-Apps. Der Begriff Desktop-App wurde erst eingeführt, nachdem es mobile Apps gab, um die Desktop-Apps von den mobilen Apps zu unterscheiden. Hier mal ein paar Apps zu sehen auf dem quasi so ja, einem der ersten Betriebssysteme, was eben mehrere Anwendungen ermöglicht hat, eben Windows 1.0 oder als 1.1, was quasi weit verbreitet war. Dann haben wir Web-Applikationen und da als Beispiel hier mal eBay und werde ich vielleicht fragen, was hat eBay mit dieser Menschenmenge da zu tun? Naja, das war das, wie das früher lief. Ja? Man geht auf den Markt, man bietet da irgendwie an, was man an gebrauchten Waren hat und tauscht die ein oder kauft dafür irgendwas anderes oder verkauft da was und genau das ist eBay. Ja? eBay ist eine Plattform, wo ich Sachen verkaufen kann, wieder kaufen kann oder eBay Kleinanzeigen. Jetzt möchte ich dafür keine Werbung machen, aber es ist natürlich schon so, dass die quasi so eine der wichtigsten Webanwendungen irgendwie waren damals. Und dann hier noch als Beispiel 2007 das iPhone und auch da gab es schon andere Smartphones vorher, viele Hersteller, die davor auch schon mit Windows experimentiert haben, aber das iPhone, was sich dann durchgesetzt hat, an vielen Stellen, inzwischen nicht mehr. Gut, hier ist ein XKCD. Ich werde immer mal XKCDs zeigen. Das sind so kleine Comics. Ich gebe euch kurz Zeit, den anzugucken. Gut, also wir sehen hier so eine Karikatur quasi von so einer Entwicklung, die tatsächlich stattgefunden hat mit so ein paar übertriebenen Punkten und einem Ausblick in die Zukunft. Interessanterweise sind einige Sachen dann auch kurz danach irgendwie passiert, also oder um diesen Zeitpunkt, wo das rauskam, das liegt jetzt wahrscheinlich auch schon 5 Jahre zurück, gab es eben gerade irgendwie die ersten Autoschlüssel, die eben, oder dass ich quasi übers Handy das Auto entsperren kann, wenn ich da in der Nähe bin. Und eine Reihe von Sachen, also die sich jetzt noch nicht durchgesetzt haben, aber vielleicht in der Zukunft kommen, dass ich mit dem Smartphone meine Zähne putze. Vielleicht nicht nur mit dem Smartphone, aber auch da hat die Entwicklung ja schon stattgefunden. Im Übrigen gibt es dazu, habe ich mal eine interessante Doku gesehen, wo, ja, ich glaube, das war Kodak, sich damals hingestellt hat und gesagt hat, ach, das mit den Mobiltelefonen mit Kameras, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, die haben ja so schlechte Auflösungen und das, wir machen einfach weiter und die sind damit ziemlich auf die Nase gefallen, weil das ist im Moment nicht wegzudenken. Ja, es ist schwierig, überhaupt Telefone zu kriegen ohne eine Kamera. Gut, was hat das mit der Vorlesung zu tun? Naja, wenn ich gucke, welche Software ist dann eigentlich am weitesten verbreitet weltweit, dann ist man natürlich bei Apps, ja, dann ist man mal bei mobilen Anwendungen.
Hier mal eine Übersicht, das habe ich vor einer Zeit lang aus Wikipedia heraus extrahiert, die Daten dafür für das Diagramm. Und wir sehen quasi auf der X-Achse einen bestimmten Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt hat eine App die 5 Milliarden Grenze an Downloads überschritten. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie das gezählt wird, weil bei einem neuen Handy, wo vielleicht irgendwas runtergeladen wird, das heißt ja auch nicht zwingend, dass das der Kunde installiert hat. Und dann habe ich mal geguckt, welche Apps davon vorinstalliert sind und was irgendwie überblieb. Und dann war es irgendwie WhatsApp, der WhatsApp-Messenger, ja, was als häufigste App, die eben noch nicht drauf war auf einem Android-Telefon, aber dann eben nachträglich installiert wurde. Und natürlich, diese Grafik ist jetzt auf Android als Betriebssystem bezogen, aber auch das, was am weitesten verbreitet ist. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Apps. Jetzt haben wir das gleiche Diagramm nochmal, wo es die Grenze etwas heruntergesetzt, weil so viele Anwendungen haben das noch nicht geschafft bis zu dieser 5 Milliarden Marke. Ja, das ist schon relativ beeindruckend dafür, dass wir um die 8 Milliarden Menschen haben, dass es 5 Milliarden Downloads gibt. Das ist schon Impact mit einer App. Die meisten Apps kommen natürlich auf nicht so viel. Hier haben wir andere Beispiele und wir sehen, das ist auch schon relativ breit, wofür das ist. Ja, da ist Office-Software dabei, da sind Messenger dabei, da sind Spiele dabei und ähnliches. Gut, und ein paar Sachen sind tatsächlich hier in die Jahre gekommen, sowas wie Twitter, was jetzt X heißt. Aber ihr seht, jede App hat vielleicht einen unterschiedlichen Zeitpunkt, wo sie das erreicht hat. Und auf der Y-Achse sehen wir noch einen unterschiedlichen Zeitraum, die sie gebraucht hat, um auf diese Anzahl von Downloads zu kommen. Gut, da sind noch ein paar mehr Beispiele für euch drin auf den Folien. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was sind denn so Eigenschaften, die Software hat, wo wir Software auch noch von unterscheiden können. Ja, wir haben jetzt eben schon über System- und Anwendungssoftware gesprochen. Und ich habe euch gesagt, wir können versuchen, das einzuordnen und bei vielen Sachen wird es uns gelingen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die eBay-Webseite, dann kann ich sagen, das ist eine Web-Applikation, das ist keine Systemsoftware. So, jetzt können wir uns andere Sachen angucken. Wir haben zum Beispiel Nutzerschnittstellen, mit denen der Nutzer direkt interagiert. Das kann eine grafische Nutzerschnittstelle sein, das kann auch in der Kommandozeile eine Schnittstelle sein, mit der jemand interagiert. Oder es kann ein Programm sein, was eigentlich nur von anderen Programmen benutzt wird und nicht direkt vom Endanwender. Ja, dann reden wir davon von einer API, ein Application Programming Interface. Das heißt, ihr habt schon ein bisschen programmiert. Das heißt, ihr habt auch mal irgendwie vielleicht zwei Programmteile gehabt und der eine Teil hat den anderen Teil verwendet. Und da werden wir jetzt auch noch ein bisschen genauer drauf kommen, wie solche APIs noch funktionieren können. Gut, dann haben wir Standalone und Integrated. Standalone bedeutet, ich kann die Software runterladen, kann die installieren und kann die so benutzen. Es gibt jetzt zum Beispiel für einen Browser irgendwelche Erweiterungen und zum Beispiel einen Adblocker oder ähnliche Sachen oder ein Tool, was mir hilft, meine E-Mail-Adresse zu verschleiern. Dann sind das Plugins. Und die kann ich losgelöst nicht benutzen. Ja, ich brauche den passenden Browser dazu, um dieses Plugin zu installieren. Die sind eben integriert in eine andere Software. Dann haben wir noch monolithisch oder verteilt. Der Unterschied ist, entweder es ist ein System, in dem alles enthalten ist, wo alles auf eine Hardware läuft, oder eben, dass ich ein kleines Serversystem habe. Ich habe eine App auf meinem System, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn App. Und dann gibt es einen Server dahinter und auf dem Server werden Daten bereitgestellt. Ich kann Verbindungen runterladen, kann meine Tickets wieder runterladen, kann neue Verbindungen anlegen. Ja, das wäre also ein Beispiel für ein Verteilsystem, wohingegen sowas wie die klassische Form von irgendwie Office-Produkten wie Microsoft Office, also Word oder ähnliches, eigentlich Systeme waren, die eben nur auf dem System laufen. Gut, dann haben wir datenintensive Systeme und rechnungsintensive Systeme. So, das rechnungsintensivste System, was man sich aktuell vorstellen kann, ist Bitcoin-Mining. Ja, weil da geht es nicht darum, unbedingt um große Datenmengen zu verarbeiten, sondern eigentlich eher darum, die neue Primzahlen zu berechnen, mit denen man dann irgendwas Tolles machen kann. Bei datenintensiven Systemen sind wir eher bei Streaming-Anbietern. Ne? Die haben hohe Daten, wenn da so ein 4K-Bild irgendwie durch die Leitung muss, müssen da immense Daten bewegt werden. Und das System, was dahinter steht, sieht wahrscheinlich völlig anders aus, ja? Je nachdem, ob es daten- oder berechnungsintensiv ist. Dann haben wir Freeware und Commercial Software.
Meine Vermutung wäre, dass ihr größtenteils Freeware einsetzt und kommerzielle Software vielleicht eher so Spiele oder sowas, ja, wo man dann für die Software bezahlt. Ansonsten hat sich tatsächlich an vielen Stellen Freeware durchgesetzt. Zum Beispiel auch bei Betriebssystemen. Ja, Microsoft Windows hatten wir vorhin als Beispiel. Das hat früher Geld gekostet, das herunterzuladen. Und teilweise gibt es jetzt auch Fassungen davon, wo das anders finanziert wird. Sprechen wir später noch drüber. Dann gibt es noch proprietär und Open Source. Das ist einfach die Frage, ermögliche ich meinen Nutzern, den Quelltext einzusehen, vielleicht auch Änderungen daran zu machen, das selbst zu kompilieren. Das haben wir zum Beispiel bei vielen Sachen, die im Internet genutzt werden, wie Browsern ist das der Fall, wohingegen proprietäre Software, zum Beispiel Spielehersteller oder ähnliches, haben nicht unbedingt ein Interesse daran, alles herauszugeben oder Grafikkartentreiber oder ähnliches sind andere Beispiele dafür. Gut, dann das Letzte hier noch in der Liste, bevor ihr dann gleich aktiv werden könnt. Und ihr merkt schon, es wird schon ein bisschen unruhiger hier. Ja, die 20-Minuten-Grenze haben wir schon überschritten. Und zwar, ist es eine generische Software oder ist es eine, die zugeschnitten ist? Das beeindruckendste Beispiel für zugeschnittene Software in Deutschland ist aus meiner Sicht die Software, die benutzt wird von freiwilligen Feuerwehren. Es gibt in jeder Ortschaft eine freiwillige Feuerwehr. Die haben natürlich alle ihre eigenen Regeln. Die haben Regeln, die werden vom Land vorgegeben. Die haben eigene Regeln. Und jede von diesen Feuerwehren braucht natürlich ihre eigene Software, um andere zu informieren, dass es gerade einen Brand gibt, aber auch um überhaupt irgendwie miteinander zu kommunizieren, um die ganzen Protokolle anzulegen von einem Einsatz und ähnliches. Es kann sein, dass es mittlerweile ein bisschen besser ist. Ich habe früher mal solche Software mitentwickelt in der Firma, deswegen kenne ich das ein bisschen genauer. Da haben wir nämlich uns Gedanken gemacht, wie kann man die irgendwie schneller entwickeln. Ja, die brauchen ja alle gar nicht so viele Unterschiede da drin. Generische Software ist sowas wie der WhatsApp-Messenger. Das ist der gleiche WhatsApp-Messenger, diese 5 Milliarden Downloads, das ist der gleiche WhatsApp-Messenger bei jedem. Es gibt vielleicht noch eine Business-Version oder sowas davon, ja, die man dann irgendwie noch anders einsetzen kann oder wo noch andere Sachen drin sind. Aber es ist eine generische Software, die quasi bei allen gleich funktioniert. Gut, ich hoffe, das waren ein paar Beispiele, die euch helfen zu verstehen, wie breit eigentlich diese Spannweite ist von Software. Das heißt, es ging darum, was ist eigentlich Software, was sind Unterschiede zwischen Programmen, Softwareprodukten, professioneller Software und eben den verschiedenen Arten von Apps. Wir haben über Charakteristiken, über Eigenschaften gesprochen und indirekt auch so ein bisschen über den Impact von Software. Ja, eine App, die 500 Milliarden Mal installiert wird, die hat natürlich einen ganz anderen Impact auf das reale Leben von den Menschen, wenn die zum Beispiel mal nicht funktioniert. WhatsApp war zum Beispiel aufgrund einer Facebook-Panne mal für, ich glaube, einen halben Tag oder einen Tag offline. Und in Dritte Weltländern dachte man damals, die Regierung hat das Internet abgeschaltet, weil einfach keine Kommunikation mehr ging. Ja, und das lag einfach daran, dass es in vielen Dritte Weltstaaten gibt es extra Mobilfunkverträge, die deutlich günstiger sind, wo ich nicht das komplette Internet nutzen kann, sondern nur Facebook-Dienste. So, und das bedeutet, sobald Facebook offline ist, ist für die das Internet offline. Ja, die können auf nichts mehr zugreifen. Gut, also wir haben einen dementsprechend hohen Impact, je weiter die Software verbreitet ist und müssen uns der Verantwortung auch bewusst sein. Gut, jetzt ist die Idee, dass ihr euch ein bisschen kennenlernt. Ja? Ihr sollt jetzt Gruppen bilden, manche fangen schon an zu kuscheln, das ist schön. Und zwar ist so ein bisschen die Idee, manche kennen vielleicht schon andere, ja? Dann könnt ihr jetzt Smalltalk betreiben oder euch ein bisschen zu der Vorlesung austauschen. Aber die Idee ist tatsächlich, dass ihr euch jetzt kennenlernt. Und der Hintergrund ist, im dritten, kleinen Moment noch zuhören bitte, dass im dritten Teil der Vorlesung, wenn wir euch ein paar Sachen sagen, ihr müsst hier nicht alleine durch das Semester. Ja? Weder hier in der Vorlesung müsst ihr da allein durch, noch im Praktikum müsst ihr da allein durch, noch bei den Übungsaufgaben müsst ihr allein durch. Da sagen wir nachher was zu, aber es ist einfach ganz gut, wenn ihr hier wen kennenlernt. Das heißt, selbst die, die jetzt einzeln sitzen, setzt euch irgendwie zusammen, bildet so Zweier-, Dreier-Grüppchen. Ihr sollt euch jetzt erstmal kennenlernen und dann kommen wir gleich noch zu einer Auswertung im Hörsaal. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann viel Spaß. So.
Jetzt habe ich natürlich verpasst, die nächste Animation der Vorlesung rechtzeitig oder der Folien rechtzeitig aufzublicken. Aber das könnt ihr dann noch später diskutieren. Wir machen das tatsächlich jetzt im Hörsaal, dass wir so einen Überblick kriege, was so euer Background ist, was ihr schon gemacht habt. Und zwar, wenn wir das wie folgt machen, melden kann jeder, ihr sollt aufstehen. Und zwar testen wir das erstmal. Also ich hoffe natürlich, wenn jemand dabei ist, der aus physischen Gründen nicht aufstehen kann, dann entschuldige ich mich hiermit bei der Person. Ansonsten würde ich alle anderen bitten, jetzt aufzustehen. Dass wir mal kurz gucken, ob das alle können. Gut, und zwar machen wir jetzt eine kurze Umfrage. Stehen bedeutet ja, also ich freue mich, dass so viele stehen. Ich weiß auch, es war ein bisschen Aufwand, alles den Tisch freizuräumen. Ich erzähle gleich was dazu, warum ich das mache. Und zwar die erste Frage ist, wart ihr jemals von einer Softwarepanne betroffen? Dann stehen bleiben, wer noch nicht von einer Softwarepanne betroffen war, darf sich hinsetzen. Gut, wir machen mal weiter. Ja, das ist nicht so schlimm, wenn ihr jetzt nicht ganz sicher seid, was eine Softwarepanne ist. Das waren aber jetzt trotzdem relativ viele, die stehen. Wer hat sich im letzten Semester über Softwarefehler geärgert? Gut, das sind relativ viele. Wer hat selbst Programmiererfahrung? Das sind auch relativ viele. Genau, also die letztes Semester aber es hatten nicht alle, die hier sind, im letzten Semester Programmierung. Insofern, wer hat Software getestet? Ja, das hatte ich vermutet. Was programmiert, aber nicht getestet? Wer hat selbst schon mal Programmierfehler verursacht? Jetzt müssen eigentlich wieder ein paar aufstehen. Ja, gut. Dankeschön. Ihr könnt euch alle wieder hinsetzen. Es gibt Studien dazu, die festgestellt haben, dass zu viel Sitzen ungesund ist, und das war mein Beitrag für eure Gesundheit. Gut, wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Vorlesungsteil. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn wir rumgehen, müsst ihr nicht sofort leise sein und nichts mehr sagen im Team, in euren Gruppen, sondern ihr könnt gern mit uns zusammen diskutieren. Ihr könnt da auch gern eure Fragen loswerden. Also wenn ihr jetzt Fragen habt zu dem, was ich jetzt hier erzähle, dann könnt ihr uns gerne alle löchern, dafür gehen wir eben auch rum. Ne? Und organisatorische Fragen oder Ähnliches können wir da natürlich auch klären. Nutzt einfach die Zeit, die wir hier sind. Gut, wer kennt den Project Cartoon? Wer hat den schon mal gesehen? Oh, schade. In welche Veranstaltung? Im Programmieren oder? Internet. Im Internet, okay, gut. Ihr kennt den aus dem Internet. Ja, das ist natürlich die große Gefahr mit dem Internet, dass ihr schon alles kennt. Gut, aber der Großteil kennt den nicht. Deswegen erzähle ich den kurz. Und zwar, der Project Cartoon geht um allgemeine Projekte, die man machen kann, und im Spezielleren um Softwareprojekte. Und da man Software so schlecht visualisieren kann, ist ja keine Software gezeigt, sondern eine Schaukel. Ja, was passiert da? Natürlich muss erstmal ein Kunde beschreiben, was er für eine Schaukel haben will, und er beschreibt Folgendes. Ja, vielleicht sagt er, ich möchte eine Schaukel, wo man auf mehreren Höhen sitzen kann. So, und dann hat er eben das beschrieben, ja, oder sind jetzt irgendwie mehrere Bretter, auf mehreren Höhen kann man sitzen. Gut, jetzt gibt es irgendwas, was der Projektleiter verstanden hat. Also der Projektleiter von einem Projekt, der spricht mit dem Kunden, der nimmt die Anforderungen auf und der versteht irgendwas und der versteht, dass es diese Schaukel hier geben soll. Jetzt gibt es aber einen richtig schlauen Menschen, nämlich den Analysten, der analysiert das Problem und stellt fest, diese Schaukel, die der Projektmanager vorgeschlagen hat, die kann ja gar nicht schaukeln. Also schneiden wir einfach aus dem Baum was raus, damit die schaukeln kann, und wir müssen natürlich den Baum dann abstützen. Jetzt gibt es was der Programmierer macht.
Aber ist es natürlich mit den begrenzten Kapazitäten, die der Programmierer hat und die begrenzte Zeit, entwickelt er halt was, aber das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz das, ja, weil den Baum noch abzustützen und durchzusägen, vielleicht weiß er gar nicht, wie man den durchsägt. Und wir sehen, dass, ja, es erinnert an eine Schaukel, aber funktioniert vielleicht auch noch nicht. Dann gibt es irgendwas, was die Tester bekommen haben, was etwas makaber aussieht. Wenn das Ganze beschrieben wird nachher vom Marketing, von Business Consultants, dann ist das natürlich eine super bequeme Schaukel, die natürlich super funktioniert und natürlich scheint auch immer die Sonne, wenn man die anbaut. Dann muss man irgendwie was für bezahlen und das ist natürlich der Preis für einen ganzen Ferienpark. Und wir reden hier über Software, die beauftragt wurde. Ja? Wenn man das erste Mal hört, was so beauftragte Software kostet, dann denkt man tatsächlich an solche Ferienparks mehr als an Schaukeln. Die Software, die ihr so kennt, die kostet natürlich vielleicht nicht so viel. Ja? Aber selbst wenn ihr das hochrechnet und es irgendwie eine App gibt, die vielleicht 5 Euro kostet oder sowas und es gibt Millionen oder Milliarden Downloads, dann wisst ihr, was da eigentlich dahinter steht. Gut, dann gibt es irgendwie vielleicht Support oder eben auch nicht dafür. Ja? Hier ist nicht mal mehr der Baum da, weil der nicht gegossen wurde. Dann wird es irgendwann ausgeliefert, vielleicht erst im Winter, wo der Spielplatz gar nicht mehr genutzt wird. Und das hier ist das, was der Kunde eigentlich haben wollte. Ja, auf dem kann man auf 2 verschiedenen Höhen schaukeln. Da habe ich so einen Reifen, ich kann mich unten reinsetzen, ich kann mich oben reinsetzen. Und das Problem dabei ist, dass selbst der Kunde, es ist egal, wer das ist, das kann auch ein Informatiker sein, am Anfang noch nicht weiß, was er eigentlich genau haben will. Das heißt, die Aufgabe von Personen, die im Software Engineering tätig sind, ist dem Kunden auch mit dem Kunden zu erörtern, was er eigentlich braucht, um sein Problem zu lösen. Denn typischerweise ist es so, dass wir eine Software entwickeln, nicht zum Selbstzweck, sondern um ein Problem zu lösen. Es soll irgendwas besser funktionieren danach. Das Schaubild hat so ein paar Intuitionen drin und wir werden über das Semester noch eine Reihe von Sachen kennenlernen, die alle mit diesem Comic zu tun haben, mit diesem Project Cartoon. Allerdings gibt es so ein paar allgemeine Sachen. Es gibt eben viele Beteiligte an der Softwareentwicklung, viele Akteure oder englisch Stakeholder, die haben alle einen verschiedenen Hintergrund. Ja, wir sehen, dass das sind alle verschiedene Personen und ein Projektmanager kennt sich eben mit BWL-Themen besser aus als mit interner von der Software oder wie die Hardware die Software ausführt. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn all diese verschiedenen Expertisen, die braucht es auch, aber dieser unterschiedliche Hintergrund, der führt eben auch zu Missverständnissen. Der fehlt zu Wissen, was implizit angenommen wird. Ja, das ist relativ typisch, dass der Kunde kennt sich natürlich mit Schaukeln aus. Und dem war natürlich schon ganz klar, dass irgendwie diese mehreren Bretter übereinander machen keinen Sinn, sowas gibt es nicht, sondern dann muss es natürlich ein Reifen sein. Aber es gibt so implizites Wissen, was die halt einfach nicht ausdrücken vielleicht. Dann gibt es immer Zeitdruck in der Praxis. Es gibt eine hohe Komplexität und das ist leider das Los der späten Geburt. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto komplexer sind unsere Softwaresysteme. Ja, also die Softwaresysteme, die wir vor 20, vor 40 Jahren hatten, waren einfach deutlich weniger komplex als die jetzt oder die in 20 oder in 40 Jahren. Gut, und wir werden zu den einzelnen Schaubildern noch verschiedene Probleme sehen. Jetzt ist die Frage, was hat das mit Software Engineering zu tun? Naja, Software Engineering versucht, diese Probleme zu reduzieren. Es geht nicht, die aus dem Weg zu räumen. Es wird immer Probleme geben mit Software, es wird immer Probleme geben, die Software zu entwickeln, aber wir versuchen, dass das weniger sind. Ich lasse euch kurz die Definition lesen. Gut, also was die Definition sagt, ist, Software Engineering ist relativ breit. Wir denken darüber nach, wie soll ein Software-System mal aussehen. Wir implementieren das. Das ist jetzt das, was ihr relativ gut kennt, Programmierung. Da werden wir auch nächste Woche deutlich detaillierter noch drüber sprechen. Aber es geht auch um den späteren Betrieb. Ja, da gab es jetzt ein Update von der Bahn-App zum Beispiel. War das schon vorher in den Marketplaces unter DB Next Navigator und irgendwann haben sie das umgestellt. Und seitdem die Bahn das wieder betreibt, wird die Software immer schlechter. Davor hatte die nahezu keine Fehler und jetzt stürzt sie ständig ab, zeigt Fehlermeldungen. Meist sporadische Fehler, meistens einfach normal probieren, Fehlermeldung ignorieren, klappt dann meist, aber
der Betrieb dieser Software gehört auch mit dazu. Ja, das muss auch jemand machen. Es ist nicht einfach, wir schreiben die und dann funktioniert die halt, dann läuft die da, sondern wir müssen die Software auch betreiben. Es gibt aber nicht nur diese technischen Sachen, wie dass ich mir überlege, ja, habe ich eine verteilte Anwendung oder nicht, sondern es gehört auch dazu, dass ich ein Entwicklungsteam habe. Das Entwicklungsteam muss sich weiterentwickeln. Das Entwicklungsteam muss vielleicht geschult werden auf neue Programmiersprachen. Ja, das ist ständig irgendwie, es gibt ständig neue Sprachen und ständig neue Sprachen für verschiedene Anwendungsfälle. Aber wir brauchen auch irgendwie Werkzeuge, um die Software zu entwickeln. Da werdet ihr besonders im Praktikum bei uns einiges kennenlernen. Jetzt ist das, wo ihr so herkommt, ne, die Veranstaltung im letzten Semester hieß auch Programmierung. Das ist irgendwie so der Background, den ihr habt. Und die Frage ist, wie unterscheidet sich das von Software Engineering? Und die schönste Analogie, die ich gesehen habe oder gehört habe, ist so ein Zelt aufbauen. Ja, das ist gerade, das ist hier so ein Tarp, ne? Das ist einfach bloß eine Plane und dann hat man ein paar Stangen dazu und ein paar Bänder. Das kann man lernen, das kann man auch alleine machen. Aber dieses Gebäude, das ist jetzt hier das Münster in Ulm, aber es gibt ja Vergleichsbauten auch woanders, das ist nichts, was man alleine schaffen kann. Das heißt, man braucht große Teams. Und man braucht auch verschiedene Leute mit verschiedenen Expertisen. Ich brauche jemanden, der sich mit der Statik auskennt. Ich muss aber auch mit Leuten sprechen, die Materialkunde sich damit auskennen und wissen, welche Materialien wie lange halten, welche Materialien sich gut miteinander vertragen. Und das geht nicht nur um den ursprünglichen Bau. Das braucht heute noch, um ein solches Gebäude weiter instand zu halten, braucht es viele verschiedene Akteure und viele, viele verschiedene Expertisen, um die Steine, die kaputt sind, in diesem Gebäude auszutauschen, ohne das komplett abzureißen. Und das ist so ein bisschen die Metapher, die uns hier so durch das Semester begleiten soll. Wann immer es um Software oder Programme, Programmierung im Großen geht, dann rennen wir in Probleme, die das Software Engineering betrachtet. Gut, und die große Frage ist natürlich, wie macht man es jetzt richtig, ja, Software Engineering, aber das verteilen wir halt über das ganze Semester, weil es eben leider nicht das Patentrezept gibt. Es gibt nicht das eine Rezept, wo ich euch jetzt sage, ich schreibe euch hier einen Satz auf die Folie und dann wisst ihr, wie man keine Fehler mehr macht, sondern es gibt viele Facetten und in jeder Vorlesung werden wir wieder ein paar Fehler kennenlernen und wie man die vermeidet, damit eben sowas nicht passiert, dass sich jemand ganz tolles Werkzeug überlegt. Und dann wird alles, was mit dem Werkzeug gemacht wird, auf eine Wand geschmissen, um Löcher zu machen. Gut, jetzt ist so eine Frage, wie verhält sich eigentlich Software Engineering zur Informatik? Und in den meisten Studiengängen hat man so das Gefühl, dass Software Engineering eigentlich ein Teilgebiet ist aus der Informatik. Und es gibt allerdings auch Indizien, die zeigen, dass teilweise auch Software Engineering nicht nur was aus der Informatik hat, sondern aus anderen Gebieten. Und dazu ganz kurz eine Definition, lasst ihr euch wieder lesen. Ja, das ist ein bisschen ähnlich zu dieser Metapher, die wir hatten, zwischen dem Zelt und einem sehr großen, komplexen Gebäude. Dass quasi, wenn wir uns zum Beispiel mit Algorithmik auseinandersetzen, dann geht es um spezielle Algorithmen, die irgendein Problem lösen, zum Beispiel Sortierverfahren oder ähnliches. Die Algorithmik hat keine Antwort darauf, wie ich eine Software mit 200.000 Zeilen Code sinnvoll entwickle, sodass die möglichst wenig Fehler hat. Ja, und viele der Probleme, die wir im Software Engineering betrachten, ergeben sich eben erst daraus, dass Software deutlich größer ist als ein kleines Programm, als ein paar kleine Algorithmen. Nichts gegen Algorithmik, auch da gibt es deutlich komplexere Algorithmen, aber das sind eben andere Probleme, die man sich in anderen Bereichen der Informatik anguckt. Gut, und dann kommen wir noch zu Systems Engineering, lasse ich euch auch wieder kurz lesen.
Ja, und ich habe jetzt hier mal einen Mähroboter. Ihr seid wahrscheinlich näher irgendwie an sowas wie Staubsaugerrobotern oder sowas. Das haben vielleicht mehr von euch schon irgendwie mal live eingesetzt oder irgendwie sehen. Tatsächlich gibt es das immer mehr, dass irgendwelche Hardware-Systeme, die autonom agieren, irgendwie in unserer Umgebung sind. Saug-, Wischroboter oder ähnliches. Wenn die entwickelt werden, dann geht es natürlich dabei nicht nur um die Software, sondern es geht um eine Kombination von Hardware und Software. Das sind verteilte Systeme, die mit einem Server kommunizieren und ähnliches. Ihr wollt die sollen natürlich smart sein, ihr wollt die mit einer App steuern. Das heißt, es ist nicht dieses eine System. Aber Systems Engineering unterscheidet sich von Software Engineering dadurch, dass ich eben das ganze System im Blick haben muss. Und es muss auch die passende Hardware geben. Denn was nützt es mir, wenn ich eine Software entwickle, die perfekten Algorithmen drin hat, aber die Hardware wäre so teuer, dass der Mähroboter 5.000 € kostet für die 100 Quadratmeter, aber dann kauft den keiner, weil die Hardware zu teuer wäre. Ja? Oder der Mähroboter wäre zu groß, passt dann nicht sinnvoll irgendwo hin. Das heißt, Systems Engineering bedeutet, ich muss mir gleichzeitig in dem Prozess überlegen, wie sieht die Hardware aus, wie sieht die Software aus, und ich muss es gleichzeitig entwickeln und muss mir eben auch über verschiedene Sachen gleichzeitig Gedanken machen. Gut, jetzt kommen wir noch kurz zu Engineering, weil in Software Engineering steckt das Wort Engineering, also Ingenieurskunst. Zu Deutsch, ich lasse euch das auch wieder kurz lesen. Okay, das war intuitiv. Ich nutze jetzt mal die Tafel. Also was Interessantes drinsteckt, ist in der Definition, dass Ingenieure unter gewissen Constraints, wie sie haben eine gewisse Zeit vorgegeben, sie haben ein gewisses Budget, das ist typischerweise, wie viele Leute sind in dem Team, um irgendwas zu entwickeln, und physische Anforderungen und ähnliches, Umgebungen, da sollen die irgendwie Sachen zum Laufen kriegen. Ja, die sollen einfach funktionieren danach. Die bedienen sich natürlich irgendwelchen Theorien, aber trotzdem müssen die ein Stück weit einfach ausprobieren, einfach Sachen probieren und einfach gucken, ob es geht. Ja? Ein Ingenieur würde nicht sagen, ja, das ist NP-vollständig, das mache ich nicht. Ja? Das ist ein ganz schweres Problem, also machen wir das nicht. Sondern er würde es einfach probieren und würde gucken, ob die Datensätze, die typischerweise anfallen, ob die dann verarbeitet werden können. Und da gibt es drei Eigenschaften, die sich gegenüberstehen. Und das nennen wir das Spannungsdreieck. Wer möchte, kann sich das mit rechts neben die Folie malen, da ist noch Platz. Die Folien findet er im Panda. Das Spannungsdreieck hat drei Ecken, das sind nämlich genau die Sachen, die da oben stehen. Wir haben eine gewisse Qualität. Wir haben eine gewisse Zeit. Die Zeit, um das System zu entwickeln, und wir haben gewisse Kosten. Und jetzt kann ich mir irgendeinen Punkt herausgreifen und sagen, ich habe eine gewisse Zeit, die ich brauche, und ich habe eine gewisse Kosten und ich habe eine gewisse Qualität und ich möchte jetzt natürlich eine höhere Qualität haben. Ups. Ja, ich habe eigentlich ein System, das liegt irgendwo hier und ich möchte jetzt eine höhere Qualität haben. Das wird allerdings dazu führen, dass ich mehr Zeit brauche oder mehr Leute brauche. Typischerweise kann ich nicht einfach alles dreist gleichzeitig erreichen, die perfekte Qualität, das in einem Monat entwickeln und natürlich nur mit einem Entwickler. Ja, und oft ist es so, dass wenn ich sage, ich will zum Beispiel das System in der Hälfte der Zeit entwickeln, dann reicht es nicht, die doppelte Anzahl Entwickler da drauf zu setzen, sondern brauche ich vielleicht noch mehr. Weil ich habe noch einen Overhead, der sich dadurch ergibt, dass die Entwickler vielleicht noch miteinander kommunizieren müssen. Und je mehr es gibt, je mehr Gruppen, desto mehr Overhead habe ich da. Ja, also eine Sache, die ein Entwickler in einem Jahr entwickeln kann, heißt es nicht, dass zwei das in einem halben Jahr entwickeln können, sondern vielleicht brauchen die dann noch ein Dreivierteljahr. Und wenn ich es in einem halben Jahr haben will, dann muss ich halt vier Entwickler hinsetzen.
Also, es gibt einen Zusammenhang zwischen Zeit und Kosten, aber es gibt den auch zu Qualität. Wenn ich eine gewisse Qualität haben will, wenn ich Software für ein Flugzeug schreibe, muss ich halt damit rechnen, dass die höhere Qualitätsmaßstäbe hat als vielleicht Software für ein kleines Streaming-Device oder ähnliches oder eine App für ein Handy, dass ich dann quasi höhere Qualitätsanforderungen habe, dementsprechend aber auch mit mehr Kosten oder mit einer längeren Zeit rechnen muss. Gibt es dazu Fragen zu dem Spannungsdreieck? Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, können wir die auch gleich noch klären in dem interaktiven Teil. Ich möchte euch jetzt kurz zeigen, inwiefern Software relevant ist für den Kurs. Natürlich müssen wir immer mal irgendwas recherchieren im Internet und da passiert es eben auch, dass man eine Suchanfrage schreibt und es da zu irgendwelchen Fehlermeldungen kommt. Typischerweise haben die das ziemlich gut im Griff. Wenn ich danach nochmal die gleiche Anfrage schicke, dann kriege ich das Ergebnis. Ja, die kriegen das ganz gut hin. Die meisten, kommen wir auch später noch etwas detaillierter drauf, die meisten großen Tech-Giganten, die quasi Software schreiben und Software quasi für die große Masse als Web-Services zur Verfügung stellen, haben den Dreh raus, dass neue Änderungen nicht immer gleich an alle Kunden ausgeliefert werden können, sondern an ein paar. Und ich war jetzt hier gerade das Versuchskaninchen, das eben die Fehlermeldung gesehen hat. Ja? Und danach gibt es quasi ein Wallback und dann wird wieder die alte Version verwendet. Gut, dann habe ich hier Folien, die sind mit LaTeX erzeugt. Ja? Ich kann die quasi in LaTeX schreiben, dann wird ein PDF daraus generiert und das Tech Studio ist abgestürzt, eine Zeit lang relativ regelmäßig. In der letzten Zeit nicht mehr so viel. Das hier ist ein anderes Bild. Ich hatte, das sind jetzt Bilder aus Ulm vom Campus, da habe ich so Bilder gemacht, ja, weil das war, ich habe mit der Vorlesung angefangen während Corona und keiner der Studis war am Campus, das fand ich relativ traurig, da dachte ich, ich mache ein paar Bilder vom Campus. Die habe ich auf meinem iPhone gemacht und die musste ich irgendwie auf meinen damals noch Windows-Rechner bringen. Das seht ihr in den Screenshots. Und ich habe die kopiert. Ja, ich habe das Telefon angeschlossen, ich habe die kopiert, fällt wem was auf? Ups. Moment. Das noch ein bisschen größer machen. Ja. Genau, tatsächlich ist die Reihenfolge anders. Man sieht jetzt nicht alle, ja, da waren noch ein paar private Bilder dabei, deswegen habe ich das so zurechtgeschnitten, dass man jetzt nicht alle sieht. Ja. Wegen der, an der Zahl da unten, ne? Okay, gut. Also tatsächlich ist es beim Kopiervorgang, einfach nur Kopieren der Bilder, ist es passiert, dass die alle einen anderen Namen hatten. Es gab kein Bild, was ich kopiert hatte, was den gleichen Namen hatte, sondern die wurden um Offset von 1 verschoben und jedes Bild hatte danach einen anderen Namen. Da muss man erstmal drauf kommen, dass das passieren kann. Ne? Also, und ich meine, es ist vollkommen klar, was im Hintergrund passiert. Da wird was kopiert. Da wird der Dateiname von der alten Datei auf die nächste angewendet. Da gab es irgendwo einen Fehler bei der Berechnung. Das heißt, der hat irgendwo nachgeguckt in der Liste, war halt um 1 Versatz und hat den falschen Namen nachgeguckt. Sowas in der Richtung wird passiert sein. Gut, dann gab es damals Aufnahmen. Damals musste ich das noch selber machen. Ich glaube, heute haben wir hier Technik, die eine Aufnahme hier macht. Und die Aufnahmen mussten erstmal quasi aufgezeichnet werden und das Tool, was am weitesten verbreitet ist, auch so in der YouTube-Community oder so Online-Content-Industrie, ist OBS, ist ein freies Werkzeug, was man nutzen kann, was man kostenlos nutzen kann. Und wenn das dann abstürzt, mitten in der Aufnahme, dann sind eben 90 Minuten Aufnahme dahin. Für die Aufnahme hatte ich mir so einen kleinen Trick überlegt. Ich habe den Hintergrund von meinen Folien auf ganz sattes Grün gestellt, und zwar nicht, weil ich das Grün schön finde, sondern weil ich den Hintergrund der Folien rausgeschnitten habe und ich stand dann hinter den Folien. Das Problem ist, ich habe den Acrobat Reader dafür benutzt. Was hat er gemacht? Der hatte einen sporadischen Fehler. Wenn ich zu schnell zu viele Folien weiterklicke, dann hat er mir die Folie zwar angezeigt, aber mit einem falschen Grünton als Hintergrund. Was passierte? Ich bin in den Videos dann eben nicht mehr, oder der Hintergrund ist nicht rausgeschnitten, ich war nicht zu sehen und es war dieses hässliche Hintergrundgrün hier zu sehen in dem Video. Gut, gab es relativ regelmäßig.
Der Fehler ist auch mehrere Jahre so geblieben und man hätte denken können, es gibt irgendwie mal ein Update und das Problem wird behoben. Und wenn man die Firma ist, die die marktführende Lösung hat, um PDFs anzuzeigen, dass die auch die richtigen Farben anzeigen können, aber können sie nicht. Und es war eben ein sporadischer Fehler, also ein Fehler, der manchmal auftritt und manchmal nicht. Aber zum Thema Update habe ich noch eine Anekdote. Gut, also wir können Updates installieren, aber ob jeder Update uns auch wirklich weiterbringt, der Update für den Adobe Update Downloader, Download Manager ist vielleicht nicht so hilfreich am Anfang. Gut, und tatsächlich gab es auch ein Update, was mich stark beeinflusst hat, und zwar, ich zeige euch ja öfter mal diese XKCDs und ich habe das früher so gemacht, dass automatisch Musik im Hintergrund gespielt wurde. Ja, die Idee ist, ich habe dann überlegt, wie lange man so den anguckt und dann wurde so ein bisschen GEMA-freie Musik im Hintergrund gespielt, sollte so ein bisschen auflockern. Das ging dann nicht mehr, in einem PDF Musik abzuspielen, seitdem es keinen Flash mehr gab. Das habe ich dann auf die harte Tour gelernt, oder war jetzt nicht so schlimm. Ja. Ihr kommt da, glaube ich, auch mit klar, dass jetzt keine Musik da mehr gibt. Aber das wurde eben dadurch beeinflusst, dass Ende 2020 Flash eingestellt wurde. Und Flash hat eben nicht nur Webseiten betroffen, da kommen wir auch später noch zu Beispielen, sondern eben auch PDFs, weil viele Sachen in PDFs früher über Flash geregelt waren. Gut, und natürlich im Rahmen von Vorlesungen lese ich auch viele E-Mails und beantworte E-Mails. Und wenn eine E-Mail manchmal lange dauert, könnte es auch daran liegen, dass mein E-Mail-Programm crasht. Oder irgendwelche E-Mails kaputt macht. Thunderbird hat es bei mir jetzt ziemlich regelmäßig in den letzten Jahren geschafft, irgendwelche E-Mails komplett kaputt und unlesbar zu machen. Dann muss ich die Leute anschreiben und bitten, dass sie mir die E-Mail nochmal schicken. Bis ich irgendwann festgestellt habe, auf dem Server liegt noch eine Kopie, ja, auf dem E-Mail-Server liegt noch eine Kopie, die Thunderbird zum Glück nicht kaputt gekriegt hat. Gut, in dem Teil ging es um Software Engineering. Ich wollte euch so einen groben Einblick geben. Es ist klar, ihr werdet am Ende des Kurses einen deutlich detaillierteren Überblick haben, was Software Engineering ist, wofür es da ist. Und insbesondere haben wir uns eben das Spannungsdreieck angeguckt. Und die Fehler, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben, das waren typischerweise Fehler, die mit mangelnder Qualität zu tun haben. Aber es gibt eben auch viele Beispiele, die damit zu tun haben, dass Software zu spät ausgeliefert wurde oder zu hohen Kosten. Ich meine, über die Qualität kann man immer streiten, aber die App, die Corona-Warn-App in Deutschland, war maßgeblich eine der teuersten weltweit. Für das, was sie konnte oder überhaupt für diese Apps, weil die ja alle irgendwie ähnlich funktioniert haben. Sie hatte die teuersten Kosten, war aber auch nicht die, die unbedingt am schnellsten fertig war. Qualität möchte ich jetzt nicht drüber urteilen, das kann jeder selbst. Gut, ihr könnt jetzt wieder diskutieren und diesmal habt ihr schon gleich ein Ziel. Ihr kennt euch ja jetzt, ihr wisst jetzt, wie er heißt, ihr wisst jetzt, was er studiert und ihr könnt jetzt ein bisschen darüber reden, wo seht ihr euch in 10 Jahren? Die Idee ist, dass ihr mal guckt, was ihr so in 10 Jahren macht. So. So, wir machen dann weiter. Ich weiß, das ist eine schwere Entscheidung. Ja, das sind 5 Minuten zu entscheiden, was ihr irgendwie in 10 Jahren machen wollt. Und es ist natürlich auch ein bisschen undankbar, so früh im Studium euch danach zu fragen. Aber trotzdem möchte ich, dass ihr so ein bisschen eure Position, die ihr zu dieser Vorlesung haben werdet in 10 Jahren, dass ihr euch die jetzt schon mal ein bisschen bewusst macht. Dazu bitte ich euch jetzt wieder kurz aufzustehen. So, und die erste Frage ist, wirst du in 10 Jahren Software entwickeln? Wieder aufstehen heißt, oder stehen bleiben heißt, ja. Wirst du in 10 Jahren Software testen? Gut, das sind weniger, also Software testen merken wir uns nicht so beliebt. Wirst du in 10 Jahren Software beauftragen? Also seid ihr die Projektmanager, die mit dem Kunden reden und den fragen, was der Tolles haben will? Das ist noch unbeliebter. Ich mache mal schnell weiter, sonst setzen sich die anderen auch noch hin.
Wirst du in 10 Jahren Systemanforderungen ermitteln? Also werdet ihr den Kunden ausfragen, was er jetzt genau braucht? Und wirst du die Softwareentwicklung leiten? Also wollt ihr eine leitende Position haben in der Softwareentwicklung? Gut, da seid ihr am unentschiedensten. Dankeschön. Also in 10 Jahren treffen wir uns hier wieder, da prüfen wir das nochmal, ob ihr richtig lagt. Tatsächlich ist das ein bisschen motiviert, dass ich von ehemaligen Kommilitonen, die nicht wie ich an der Uni vergammeln, sondern die in die Wirtschaft gegangen sind und was Richtiges arbeiten, dass ich von denen gehört habe, dass die gesagt haben, also Software Engineering hätte eine der wichtigsten Veranstaltungen werden können für mich im Studium, wenn das bessere Inhalte gewesen wären. Tatsächlich ist es so, dass egal, was ihr danach macht, wenn ihr irgendwie mit Softwareentwicklung zu tun habt, werdet ihr mit diesen Themen zu tun haben. Es gibt viele Themen, die, von denen so ein grundlegendes Wissen irgendwie ausreicht, aber an irgendeiner Stelle in diesem Spektrum, was wir hier behandeln in der Vorlesung, werdet ihr euch später wiederfinden. Gut, und das soll zur Motivation reichen. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte verlieren dazu, wie der Kurs organisiert ist. Da gibt es ein paar Standardsachen, also es gibt tatsächlich einen deutschen Begriff noch für Software Engineering, der ist Softwaretechnik, der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, insofern auch ganz schön, dass man den Namen für die Veranstaltung hier schon Englisch gewählt hat, der ist so ein bisschen moderner. Meine Professur muss allerdings Softwaretechnik heißen, ich habe nachgefragt, ob ich die Software Engineering nennen darf, da heißt es nein. Das sind gesetzliche Vorgaben, das muss jetzt mindestens 5 Jahre so bleiben und dann darf ich sie in Software Engineering umbenennen. Software Engineering ist der englische Begriff zu Softwaretechnik. Plus Software Engineering ist der Begriff, der in Deutschland geprägt wurde, nämlich 1968 auf einer NATO-Tagung, wo man sich eben Gedanken gemacht hat darüber, dass eben Software entwickeln gar nicht so leicht ist, dass man Kompetenzen bündeln muss und da wurde der Begriff innerhalb von Deutschland geprägt. Gut, jetzt aber zurück zur Vorlesung. Ihr kriegt dafür Creditpunkte, und zwar 5 ECTS. Die teilen sich auf Vorlesung, auf Übungen, auf Übungsvorbereitung, Nachbereitung, auf Praktikum. Das Ganze stellt sich auch da über die Semesterstunden. Ja, wir haben eine zwei Semesterwochenstunden Vorlesung. Das ist eben die Vorlesung zu diesem Zeitslot. Es gibt eine Übung für euch, die findet alle 2 Wochen statt, ist dann aber 2 Stunden lang, das heißt, das ist auch eine Semesterwochenstunde. Und dann gibt es noch eine Semesterwochenstunde, wo ihr in den Hörsaal kommt, nämlich direkt vor der Vorlesung, und wir euch da beim Praktikum helfen. Gut, jetzt mal so Interesse halber. Wer ist alles, es reichen Meldungen, ihr müsst nicht wieder alle Laptops abbauen, wer ist alles Bachelor Informatik? Gut, wer ist Lehramt Informatik? Sind auch ein paar. Wer macht was anderes im Bachelor? Wow, das sind relativ viele. Was, wisst ihr so, wer ihr seid? Oder was sind das für Truppen? Ja? Alles Wirtschaftsinformatik oder haben wir noch andere? Gut, dann können wir das mal noch mit aufnehmen. Ja? Ah, okay. Gut, das haben wir im Bachelor. Medieninformatik hatten wir schon. Gibt es auch Masterstudenten? Gut, dann haben wir noch Schüler hier. Möchten die sich outen? Einen Schüler haben wir heute da. Gut, also schön, dass du schon da bist. Gut, das seid ihr. Ich hätte eine Bitte, und zwar, ich hätte die Bitte, dass ihr Fehler macht hier in der Vorlesung. In der Vorlesung, in der Übung, macht überall Fehler, denn ich habe folgendes Zitat gefunden, was auf der übernächsten Folie kommt. Kleiner Cliffhanger, ja? Kommen wir gleich zu. Also, das habe ich im Wesentlichen schon gesagt, wie wir uns organisieren hier in der Veranstaltung, was ihr für Präsenzteile habt. Ich sage gleich was ihr sonst noch so zu tun habt. Am Ende des Semesters gibt es eine schriftliche Klausur. Für mündliche Klausuren seid ihr leider zu viel. Würde ich lieber machen. Wir haben die Vorlesung, die findet hier ab der nächsten Woche immer 14.15 Uhr statt. Das war heute bloß, weil in weniger als einer Stunde mein Zug geht vom Hauptbahnhof und
von den anderen beiden da vorne auch. Und wir müssen auf Dienstreise. Deswegen danke, dass ihr heute ein bisschen eher da wart. Es gibt den Pfingstmontag, wo die Vorlesung natürlich ausfällt. Da müsst ihr nicht herkommen. Es gibt immer diese drei Vorlesungsteile, wo wir so interaktive Elemente mit aufbauen und wo auch Max und Sophia mit rumgehen und auch Jana und ich. Wir haben Vorlesungsaufzeichnungen geplant, ich weiß jetzt nicht, also vermutlich laufen die gerade. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, die danach zu gucken. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ihr mehr Zeit investiert. Klar, ihr könnt bei den Vorlesungsaufzeichnungen mich auf 1,5-fache oder 2-fache Geschwindigkeit stellen und gucken, was ist so das Maximum, was ihr rausholen könnt. Meine Erfahrung ist aber, ihr holt einfach mehr raus für euch, wenn ihr hier sitzt, das zusammen macht. Selbst wenn ihr mal nicht kommen könnt, setzt euch zusammen irgendwo hin, guckt es zusammen und macht auch die Interaktion zusammen. Gut, hier jetzt das Zitat. Gut, es gab gerade das Feedback, das anonyme Feedback, dass ich ein bisschen mehr Zeit geben soll, damit ihr Definitionen lesen könnt oder Zitate. Das habe ich jetzt schon mal versucht einzubauen. Also gern immer reinschreiben, anonymes Feedback. Kann sich lohnen. Ich finde es eigentlich, das Zitat ganz schön, weil es aufzeigt, erstmal ist sowieso niemand perfekt. Und es ist, ihr seid jetzt auch in diesem Lernprozess. Wir wollen euch dabei unterstützen. Und in diesem Prozess, wenn ihr Fehler macht, ja, wenn wir rumgehen und ihr sagt, was falsch ist und wir korrigieren euch, den Fehler macht ihr nicht nochmal. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist einfach leise sein, wenn wir rumgehen und den Fehler nicht machen und dann werdet ihr auch nicht korrigiert. Ja? Dann macht ihr den Fehler halt erst später. Also aus Fehlern lernt man und macht gern Fehler und traut euch auch. Wir haben den Panda-Kurs, wir werden immer mal Sachen machen, wo wir euch bitten, in den Panda-Kurs was reinzuschreiben, auch Lösungen reinzustellen. Traut euch da, das reinzustellen. Wir sind hier eine geschlossene Umgebung. Es sollte eigentlich auch eine gute Atmosphäre sein, eine konstruktive Atmosphäre, wo sich niemand lustig drüber macht, dass jemand anders einen Fehler macht. Und wenn ihr da den Fehler macht, dann macht ihr den Fehler nicht nochmal danach. Ja? Ihr habt dann daraus was gelernt, ihr habt daraus was mitgenommen. Gut, es gibt Übungen. Das Ziel von den Übungen ist, dass ihr die Themen, die wir in der Vorlesung besprechen, dass ihr für die ein tieferes Verständnis entwickelt, dass ihr selbst euch mit der Materie auseinandersetzt, dass ihr über Beispiele nachdenkt. Die ist eben zweiwöchentlich. Die konkreten Daten findet ihr im Panda. Es gibt auch schon eine aktuelle Zuordnung im Paul, da sage ich gleich nochmal was zu. Die Übungen starten nächste Woche, beziehungsweise da sie zweiwöchentlich sind, eben unter Umständen auch erst in der dritten Woche. Je nachdem, in welcher der Übungen ihr seid, gibt es halt welche, die starten nächste oder übernächste Woche. Wichtig noch, in den Übungen gibt es maximal 20 Teilnehmende und mehr Teilnehmende funktionieren quasi nicht für unser Konzept, was ich gleich noch ein bisschen detaillierter erläutere, wo ihr selbst Sachen vorbereitet, wo ihr selbst Sachen vorstellen sollt vor den anderen und wenn die Übungen zu groß wären, ist es erstens, ist die Überwindung größer, den anderen was vorzustellen, aber andererseits auch, kommt jeder eigentlich kaum dran im Semester. Ne? Wenn wir hier Gruppen machen, wenn wir es jetzt alle zusammen machen würden und ich würde euch nach vorne holen, das wäre so der Worst Case. Ja? Erstmal habt ihr wahrscheinlich Muffensausen, wenn ihr hier das erste Mal steht vor allen und zweitens schaffen wir es dann im Semester gar nicht, alle hier vorne mal zu hören. Deswegen haben wir relativ kleine Übungsgruppen. Es gibt im Moment schon eine Zuteilung im Paul. Ja, ihr konntet euch im Paul schon für Übungen einschreiben, die können wir nicht nutzen. Und es ist auch ein bisschen unfair, dass manche sind gerade im ersten Semester hier in der Uni angekommen, die konnten sich jetzt noch nicht einschreiben. Deswegen wird es ab morgen früh 8:30 Uhr nochmal eine Einschreibung geben im Panda. Wir schicken dann nachher nochmal eine Ankündigung rum als Erinnerung, wo ihr das findet. Und da könnt ihr euch quasi für einen dieser 20 Slots quasi anmelden. Was nicht möglich ist, ist zwischen Übungen zu wechseln oder an mehreren Übungen teilzunehmen. Ja, so ganz nach dem Motto, ja, ich setze mich die eine Woche in die Übung rein, höre mir die Lösung an und die nächste Woche präsentiere ich die. Die Idee ist schon, ihr sollt es selbstständig vorbereiten. Und zum Thema Selbstständigkeit, ihr könnt das gerne in Lerngruppen machen. Ja, ihr habt jetzt hier Freunde gefunden, also vielleicht wisst ihr das noch nicht, vielleicht sind es nur Sitznachbarn und später Freunde. Man findet im Studium relativ viele Freunde. Und macht das ruhig mit anderen Kommilitonen zusammen, die Aufgaben. Wichtig ist, dass es nachher jeder für sich erklären kann. Ihr müsst vor der Tafel stehen können
vorne an der Tafel stehen können und das anderen erklären und zeigen, dass ihr das verstanden habt. Jetzt gibt's was, dann nochmal die Ohrenspitzen, was ihr so noch nicht kennt hier in der Uni. Das gibt's an manchen anderen Unis, ich habe das auch schon an anderen Unis so verwendet. Und zwar gibt's ein Votierungssystem. Die Idee ist, wir wollen, dass ihr euch vor den Übungen vorbereitet auf Aufgaben. Und jetzt könnten wir sagen, ihr müsst euch immer auf alles vorbereiten, aber es ist ein bisschen unrealistisch, ja, was ja, man hat mal vielleicht die eine Woche keine Zeit und kann sich mal nicht so vorbereiten oder man hat manche Inhalte nicht verstanden oder nicht jedem fallen alle Themen gleich leicht. Das heißt, wir lassen euch ankreuzen, was ihr vorstellen könntet. Also was habt ihr vorbereitet? Was habt ihr so gut vorbereitet, dass ihr bereit seid, dazu einen Kurzvortrag sozusagen an der Tafel zu halten und das euren Kommilitonen zu erklären, wie die Lösung für diese Aufgabe aussieht? Das Ganze muss also vor der Übung passieren. Das heißt, vor der Übung bereitet ihr das vor und in den 15 Minuten direkt vor der Übung, also in der Übung, ja, ihr geht in die Tutorien und müsst halt ein paar Minuten eher da sein. In den 15 Minuten davor könnt ihr ankreuzen, welche Aufgaben ihr vorstellen könnt. Da liegt also eine Liste aus. Da stehen am Anfang zumindest mal eure Namen drin. Wer nicht möchte, dass sein Name während des Semesters auftaucht mit den Kreuzen und mit den erreichten Prozenten, der kann uns da gern ein Pseudonym hinschreiben. Das Pseudonym wird dann eigentlich auch benutzt, wenn ihr aufgerufen werdet. Ja, bloß, dass ihr euch dessen bewusst seid, wenn ihr da jetzt irgendwas hinschreibt, Lackaffe oder sowas als Pseudonym. Erstmal muss es eindeutig sein innerhalb der Übung, aber ihr werdet dann eben auch als Lackaffe aufgerufen. Gut, das dazu. Ihr sollt es am Whiteboard vorstellen und jetzt gibt es zwei Schritte, die ihr quasi erreichen könnt. Das eine ist, wenn ihr mindestens 50% der Aufgaben angekreuzt habt über das Semester, dann bekommt ihr die Studienleistung. Ja, und die Studienleistung ist notwendig, um an der Prüfung teilzunehmen, richtig? Gut, habe ich richtig gelernt. Und wenn ihr auf über 75% der Votierungen kommt, dann geben wir euch einen Notenbonus, das heißt in der Klausur, wenn ihr bestanden habt, bekommt ihr eine Notenstufe besser, das heißt aus einer 2,7 würde eine 2,3 werden. Gut, also ihr könnt das zusammen vorbereiten, würde ich euch sogar empfehlen. Ja, man kann sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man das zusammen macht in der Gruppe gleich. Aber ihr müsst es einzeln vorstellen können. Ja. Bitte mal kurz leise sein. Sehr gut. Ich kann dich eigentlich nach vorne holen, weil genau das kommt auf der Folie als nächste Animation. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir jetzt mit um? Prinzipiell ist das ein Vertrauenssystem. Und nach der Erfahrung von den letzten Jahren, wo ich das an anderen Unis eingesetzt habe, war auch, dass das gut funktioniert. Es gibt vielleicht mal Fälle, wo wir merken, naja, da ist jemand jetzt vielleicht noch nicht ganz so gut vorbereitet gewesen. Dann können wir zum Beispiel sagen, wir streichen diese eine Votierung oder wir streichen diesen einen Vortragspunkt. Wenn wir allerdings merken, dass jemand mit einem Zettel vom Kommilitonen, das ist nicht die eigene Handschrift, einfach irgendwas zurechtstammelt, dann ist das für uns eher ein Betrugsversuch. Jetzt würden wir das nicht sofort, also in ganz harten Fällen könnten wir das auch melden, sozusagen als Plagiatsfall, dass ihr quasi was anderes als eure Arbeit ausgibt. Aber tatsächlich ist sozusagen das härteste Mittel, zu dem wir hier greifen werden, die Votierung von der ganzen Woche zu streichen. Und bei 7 Blättern ist das schon eine relativ harte Strafe. Also da sozusagen, aber die Erfahrung zeigt von der Vergangenheit, und ich möchte eigentlich auch gar nicht weiter über Sanktionen reden, an der Stelle, dass wir das sehr selten brauchen. Ja, also mal so eine ganze Woche Votierungen streichen, haben wir in der Vergangenheit nur ein, zwei Mal irgendwie eingesetzt, einzelne Votierungen vielleicht 3, 4 Mal im Semester. Ich hoffe, dass das auch hier so läuft. Ja, das ist eine Vertrauensbasis, ihr kreuzt halt an, das, was ihr gut vorbereitet habt. Ja. Genau. Gute Frage. Was ist, wenn man krank ist? Wenn ihr krank seid, brauchen wir einen Attest von euch. Den legt ihr dem Tutor oder Übungsleiter im Nachhinein dann vor. Wenn ihr, sobald ihr wieder da seid, könnt ihr alternativ auch zuschicken. Und dann würden wir diese Woche oder den Zeitraum, den das dann betrifft, würden wir dann rausrechnen von der Gesamtanzahl von Punkten. Ja. Nochmal. Genau, also das sind maximal 20 in der Übung. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Ihr könnt gleich nochmal Fragen stellen. Es gibt noch das Praktikum. Das heißt zu Deutsch Praktikum Software Engineering. Nicht zu verwechseln mit dem
Softwaretechnik-Praktikum, was für euch erst ein Semester später kommt, zu aller Verwirrung. Zur Erinnerung, ich bin erst seit einer Woche hier, ich kann nichts für diese Namen. Das Praktikum Software Engineering ist die Idee, dass ihr eigentlich vollkommen selbstständig Java lernt. Jetzt sind wir allerdings der Meinung, das ist vollkommen selbstständig vielleicht ein bisschen schwierig. Und deswegen wollen wir euch unterstützen. Es gibt Videos, die ihr zum Selbstlernen quasi gucken könnt. Das könnt ihr in gewissem Maßen im eigenen Tempo machen. Die ersten Videos solltet ihr tatsächlich schon zur nächsten Woche gucken. Und dann werden wir uns hier im Hörsaal zur Zentralübung treffen, immer 13, 15 bis 14 Uhr. Da bringt ihr einen Laptop mit und an der Stelle könnt ihr Fragen stellen. Ja, ihr könnt euch da quasi melden und wir würden euch da unterstützen dabei. Gleichzeitig nutzen wir diese Zeit im Hörsaal auch, dass ihr Abnahmen machen könnt, dass ihr zeigen könnt, ihr habt diese Aufgabe jetzt auch verstanden, ihr macht eine Abgabe und schickt das irgendwo ein, aber wir wollen natürlich auch sehen, dass ihr nicht habt ChatGPT gefragt, schreibt mir den Code und der hat das generiert und ihr habt das nicht verstanden, sondern wir wollen natürlich sehen, dass ihr das auch selbst programmiert habt, dass ihr auch selbst Änderungen machen könnt und ähnliches. Dafür eben so eine Konvention, können wir dann später, nächste Woche auch nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, dass ihr quasi den linken Arm hebt, wenn wir euch irgendwie unterstützen sollen, den rechten Arm, wenn ihr schon was abgeben wollt. Und das hilft uns so ein bisschen einzuschätzen. Wir würden natürlich primär erstmal helfen wollen und dann erst Abnahmen machen. Gut, jetzt ist natürlich so, dass vielleicht nicht jeder einen Laptop mitbringen kann, das ist gar nicht schlimm. Ihr sollt sowieso ein Paar programmieren. Ja? Also immer zwei Studierende zusammen. Eine Person bringt einen Laptop mit, das reicht vollkommen aus. Und ihr sollt allerdings hin und her wechseln. Es ist nicht so, dass jetzt der eine die ganze Zeit programmiert und der andere sitzt daneben, sondern mindestens so alle 10 Minuten, alle Viertelstunde sollt ihr wechseln. Wenn ihr nicht wollt, dass der andere auf eurem Laptop rumtippt, müsst ihr halt gucken, ob ihr vielleicht doch zwei mitbringen könnt. Gut, was müsst ihr da machen für die qualifizierte Teilnahme? Verzeihung, eine korrekte Lösung einreichen. Und das vor der entsprechenden Deadline, die werden wir noch kommunizieren, für diese 4 Abgaben und das Ganze entsprechend hier vorstellen. Da gehen wir rum, dann stellen wir vielleicht mal eine Frage, wir lassen vielleicht hier oder da mal noch was ändern oder uns irgendwas erklären. Und da gucken wir auch immer, dass beide irgendwie das verstanden haben aus eurem Team. Gut, es gibt noch Literatur. Ich werde tatsächlich öfter mal Literatur angeben, wo ihr was lesen könnt, aber relativ viel aus der Vorlesung findet ihr im Buch von Ian Somerville, was hier auch verlinkt ist. Also diese pinke Schrift steht für links in den Folien. Und jetzt vielleicht noch eine wichtige Sache zum Schluss, bevor ich zum Bahnhof muss. Die Frage ist, also ihr habt irgendwann Fragen im Laufe des Semesters. Wie kommt ihr zu Antworten? Na, das Erste ist, wenn wir hier eh rumgehen, ja, dann stellt da euch die Fragen oder die Fragen gleich an uns. Ihr könnt Fragen in Panda loswerden. Ja? Das heißt, erstmal gucken, steht vielleicht schon irgendwas? Wir hatten vorhin anonymes Feedback, dass die Folien doch bitte online gestellt werden sollen. Die waren schon im Panda. Habe ich zufälligerweise hier kurz danach gesagt, hätte ich am Anfang sagen sollen in der Vorlesung. Gucken, was gibt es sowieso schon, Panda, vielleicht haben andere Personen schon diese Frage gestellt, beantwortet euch auch gegenseitig Fragen, weil wenn es Fragen sind zu den Inhalten und ihr habt euch mit dem Thema schon auseinandergesetzt, könnt ihr die auch selbst beantworten. Ihr könnt Fragen in euren Tutorien stellen, ihr könnt uns per E-Mail kontaktieren, aber bitte diese Reihenfolge einhalten, weil wenn wir jetzt 300 E-Mails am Tag kriegen, dann machen wir nichts anderes mehr, als euch da antworten. Und es ist natürlich viel effizienter, wenn wir rumgehen und da euch direkt helfen können. Ja? Dann können wir in Dialog treten und Sachen klären, die per E-Mail deutlich länger brauchen würden. Bitte den Chat in Panda nicht nutzen. Das ist für euch vielleicht total convenient, da einfach irgendwas reinzuschreiben, ein paar Worte und dann kommt irgendwie eine Antwort von uns. Aber da kommen wir bei 300 Leuten einfach nicht mit. Ja, das skaliert nicht. Und es ist auch häufig so, wenn ihr eine Frage habt, haben mindestens 5 andere die gleiche Frage. Schreibt sie einfach ins Moodle-Forum und dann wird es da beantwortet. Gut, jetzt ist prinzipiell die Frage, ob es Fragen gibt. Aber ich würde erstmal an dich weitergeben, sodass ihr noch ein bisschen was hören könnt zur Übung. Dann Dankeschön schon mal und ich muss mich leider verabschieden. Okay, ein paar Minuten klaue ich mir noch. Willkommen zurück für die, die mich noch kennen von Programmierung. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. Willkommen an alle anderen, die mich noch nicht kennen. Genau, Thomas hat mich schon vorgestellt. Mein Name ist Jana. Ich weiß, letztes Semester habt ihr mich alle noch gesiezt, aber
Ich gehe mit der Zeit und lasse euch dann jetzt dann auch duzen. Vielleicht rutscht mir mal zwischendurch noch ein Sie raus. Verzeiht mir das bitte. Genau, ich bin hauptverantwortlich für den Übungsbetrieb, werde auch die meisten der Tutorien betreuen, gemeinsam mit Emiram Kablo. Der Übungsbetrieb startet erst in der nächsten Woche. Das heißt, wir haben da alles noch viel Zeit. Ich wollte einmal ganz kurz den Panda-Kurs für all diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, kurz überblicksmäßig zeigen. Klausurtermine geben wir bekannt, sobald wir sie wissen. Wir sind da gerade noch ein bisschen in Verhandlung. Das seht ihr gerade noch nicht, aber da ist auch noch nichts Spannendes. Genau, hier sind die Foren, die Thomas schon angesprochen hat. Wir haben also einmal ein Fragenforum zu Vorlesung und Übung und eins zum Praktikum, sowie die anonyme Feedback-Möglichkeit, die ja mindestens 3 Leute auf jeden Fall schon gefunden haben. Genau, hier gibt es diese Auswahl von Übungsgruppen, von der Thomas gerade schon gesprochen hat. Die gibt es auch schon, die öffnet sich morgen früh um 8.30 Uhr und ist dann offen bis Donnerstag um 18 Uhr. Bitte da alle eintragen, damit wir das entsprechend machen können. An dieser Stelle wird gleich, in einer halben Stunde, der erste Übungszettel fertig gemacht, beziehungsweise hochgeladen. Genau, Besprechung ist dann in der nächsten Woche beziehungsweise übernächsten Woche, weil die Übungen ja immer im 2-wöchigen Rhythmus sind. Da steht immer die Kalenderwoche hinter. Hier vorne ist immer, welche Übungen wann sind. Generell sind alle Übungen mit einer geraden Zahl immer in geraden Kalenderwochen und mit einer ungeraden Zahl in ungeraden Kalenderwochen. Okay, ich würde sagen, wir gucken noch einmal ganz schnell auf den aktuellen Übungszettel rein, damit ihr seht, worauf ihr euch eingelassen habt. Genau, das ist der aktuelle Übungszettel, der auch in einer halben Stunde online kommt, also alles entspannt. Und ihr seht, der ist noch relativ, ihr müsst so relativ viel erzählen. Wir hatten jetzt in dieser Vorlesung noch nicht extrem viel Inhalt, deswegen ist es überwiegend Definitions- und Anwendungszeug. Das heißt, erstmal zählt ihr verschiedene Beispiele auf, sortiert die einen in Anwendungs- oder Systemsoftware, dann gehen wir einmal auf die 8 Charakteristiken und Eigenschaften von Software ein, vergleichen die ein bisschen mit Hardware-Eigenschaften. Dann gibt es hier eine tolle horizontale Tabelle, dreht euch das dann zurecht. Ich habe euch hier, ich glaube, 6 Spalten für Software gelassen. Wenn ihr die Aufgabe seht, dann versteht ihr warum. Wenn ihr mehr Software aufschreiben wollt, tut das bitte sehr gerne. Dupliziert euch einfach dann die entsprechende Seite. Genau, dann geht es nochmal um Softwarefehler, Unterschied zwischen Software Engineering und Programmierung und um das Spannungsdreieck, was wir hier sehen. Falls ihr es also noch nicht fotografiert habt oder abgemalt habt, tut es jetzt. Ihr braucht es dann. Okay. Thomas hat gerade schon kurz vom Praktikum gesprochen. Das startet in der nächsten Woche, aber erstmal ganz entspannt. Ich lade euch morgen 2 Videos hoch. Das sind Videos aus dem letzten Jahr. Die hat Nils Weidmann damals eingesprochen. Die dürfen wir freundlicherweise benutzen. Und weil wir nicht so viele Personen sind dieses Jahr, machen wir das auch, damit ich nicht nochmal genau die gleichen Videos einsprechen muss. Das wäre wenig sinnvoll. Da findet ihr dann einmal 2 Videos, wo es generell darum geht, wie man von einer sehr dynamisch typisierten Programmiersprache, wie ihr sie ja in Python kennengelernt habt, zu einer eher statisch typisierten Programmiersprache wie Java wechselt und so grundlegende Java-Grundlagen. Außerdem bekommt ihr Folien zur Verfügung gestellt, wo euch einmal erklärt wird, wie installiere ich dieses Java überhaupt und welche IDE installiere ich mir wie, aka wie bekomme ich Eclipse auf meinen Computer. Wir haben uns dazu entschieden, mit Eclipse zu arbeiten, aka für Eclipse Support anzubieten. Ihr seid völlig frei in der IDE, die ihr benutzen wollt. Das ist mir völlig egal. Nur wenn ihr mir eine Frage zu IntelliJ stellt, kann ich die auch beantworten, weil ich IntelliJ benutze. Aber wenn ihr irgendeine andere Lieblings-IDE habt und irgendwas funktioniert da nicht, sagen wir euch alles, was wir dazu wissen, aber wir garantieren nicht, alles zu wissen. Garantieren wir für die anderen auch nicht, aber naja. Genau. Das heißt, da kriegt ihr aber einmal alle grundlegenden Hinweise, wie man das alles installiert. Beide, also sowohl die beiden Vorlesungsvideos als auch die Folien zu Eclipse und Java, kommen, denke ich, morgen früh online. Alle weiteren Videos und Aufgaben werden dann nach und nach immer passend veröffentlicht, sodass ihr die bearbeiten könnt. Die Abgabe erfolgt via Git. Keine Sorge für alle, die noch nie in ihrem Leben Git gehört haben oder benutzt haben, kommt noch in der Vorlesung und auch erst dann muss man was abgeben. Und wir bieten allein 2 Vorlesungen oder 2 Praktikumszeiten an, um Git-Support zu leisten. Ja, also alles entspannt, alles wird gut. Nachher können wir alle Java. Okay, gibt es noch Fragen zum Ablauf, zum Praktikum, zum Übungszettel, zur Vorlesung? Ja. Es gibt keine Trennung zwischen Heimübung und
Genau, es gibt keine Trennung zwischen Heimübung und Präsenzübung, wie das im letzten Semester der Fall war. Heißt, in den Übungsgruppen rechnen wir auch nicht mehr aktiv Aufgaben zusammen oder Sie rechnen da nicht aktiv Aufgaben, sondern es geht wirklich ums reine Vorstellen der Aufgaben durch euch. Heißt auch übrigens, wenn jemand oder wenn niemand in einer Übung eine Aufgabe ankreuzt, als die stelle ich vor, stellen wir die Aufgabe nicht vor. Wir können die dann in der Woche danach nochmal besprechen, unter der Voraussetzung, dass irgendjemand sich Zeit genommen hat, diese Aufgabe vorzubereiten, der nicht ich bin und der auch nicht Emiram ist, die heute nicht da ist. Genau, aber es gibt im Grunde keine Aufgaben, die du zu Hause machen musst, um sie abzugeben und dann irgendwo hochzuladen. Das ist das, was wir im Praktikum machen. Das ist nicht das, was in den Übungen passiert. War das die gleiche Frage? Genau, das Praktikum ist das, was sonst die Zentralübung ist. Also was dann eigentlich hier vor stattfindet, 13.15 Uhr. Ihr kommt hier hin oder auch nicht, wie ihr wollt. Aber ihr müsst quasi zu jedem der vier Aufgabengebiete, die wir haben, Git und Kapitel 3 bis 5, Kapitel 1 bis 2 sind erstmal nur fürs Reinkommen, mindestens eine Aufgabe mir oder Thomas vorgestellt haben, in so klein. Ich komme dann zu dir hin und dann sagst du, ja, ich habe die Aufgabe, dann sage ich, erklär mal und jetzt ändere mal den Knopf und dann sage ich, okay, trage ich einen Haken. Okay, sonst noch Fragen? Ja. Altklausuren, von mir nicht, von Thomas weiß ich nicht, also in Ulm bestimmt, dadurch, dass er hier ja gerade erst angefangen hat, kann ich noch nichts zu sagen. Klausurplanung ist noch, Semester hat gerade erst angefangen. Sonst noch Fragen? Ja. Steht in Ihrer Prüfungsordnung, in deiner Prüfungsordnung, also guck in deiner Prüfungsordnung, in deinem Modulhandbuch nach, wenn da drin steht, Praktikum, dann Praktikum, Softwarepraktikum. Achtung, Unterschied zu Softwaretechnikpraktikum. Sehr verwirrend, wenn man mal nicht hier war. Das, was wir hier machen, ist das Softwarepraktikum. Nächstes Semester Softwaretechnikpraktikum. Das ist was anderes. Hier vorne war noch, ja? Ja. Wenn du dich anmelden konntest, konntest du dich anmelden. Also es müsste eigentlich alles passen. Das Praktikum müsste eigentlich offen sein. Okay. Sonst noch Fragen? Das sieht soweit gut aus. Okay, dann verabschiede ich mich auch noch in Thomas' Namen, der schon auf dem Weg zum Bahnhof ist. Und wir sehen uns in der nächsten Woche, Montag um 13 Uhr hier.